Ich freue mich, dass Sie wieder heute dabei sind bei Holzwerken TV. Eine der schönsten Arbeiten, die man mit Holz machen kann, sind sicherlich Einlegearbeiten oder auch Intarsien. In einer der jüngsten Ausgaben unserer Zeitschrift Holzwerken hatten wir ein Porträt der Holzkünstlerin Ulrike Skrieber, die Einlegearbeiten und Intarsien seit Jahrzehnten nutzt, um wirklich künstlerisch sehr, sehr anspruchsvolle Objekte zu fertigen. Da gibt es Schachteln, da gibt es Dosen, da gibt es Einzelobjekte, da gibt es Tabletts. Ulrike Skrieber hat ein sehr großes Wirkungsspektrum, das sie mit ihren speziellen Techniken abdeckt. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch figürliche Arbeiten, wie wir hier gerade einblenden, eine Leserarbeit. Hier sehen wir eine Stadtszenerie, die aus verschiedenen Furnierschichten gebildet ist, aus Furnierteilen zusammengefügt ist. Und an dieser Stelle ist es genauso wichtig wie bei Ulrike Skrieber, dass man als Intarsienkünstler, als Einlegekünstler darauf achtet, was ist wichtig an meinem Werkstoff, an dem Furnier selbst. Es gibt nämlich einen Umstand, den es zu bedenken gilt bei der Arbeit mit so dünnen Furnieren. Zur Verdeutlichung, ich rede hier nicht von sogenannten Sägefurnieren, die 3-4 mm Stärke haben können und die wirklich gesägt werden. Ich spreche eher von dünneren Furnieren, wie diesem Messer oder auch von einem Schälfurnier. Messer und Schälfurniere haben eine Eigenschaft, die ihnen gemein ist. Sie werden als Stamm vorab gewässert, also wirklich sehr, sehr nass gemacht, um dann an einem Messer vorbeigeführt zu werden. Entweder bewegt sich wie bei Messerfurnieren das Messer oder der Stamm rotiert am Messer vorbei. In beiden Techniken ist es so, dass das Furnierstück am Messer weggebogen wird. Und dadurch entstehen auf einer Seite des Furnieres unweigerlich kleine Risse, sowohl bei Schäl- als auch bei Sägefurnieren. Nun, diese kleinen Risse sind in der Struktur, so wie ich dieses Furnierblatt jetzt vor mir habe, überhaupt nicht sichtbar. Das Problem ist aber, dass diese Risse sehr wohl sichtbar sind, wenn ich erstmal Lack oder Öl oder Wachs aufgetragen habe, sprich, wenn mein Objekt schon fertig verleimt ist. Es ist also ganz wichtig zu wissen, und zwar vor dem Verleimen, welches ist die sogenannte geschlossene Seite, die ohne Risse? Die sollte ich nach oben nehmen. Und die offene Seite mit den Rissen muss immer, und zwar bei allen Furnierstücken, aufgeleimt werden. Natürlich kann man durch ein wenig Gefühl und viel Erfahrung herausfinden, welche Seite geschlossen ist und welche offen. Die offene Seite ist in der Regel ein wenig rauer. Es gibt aber noch einen weiteren Trick, den ich Ihnen heute noch mal ans Herz legen möchte. Und das geht so. Man hat einen entsprechenden Furnierbogen, so wie ich hier. Und legt ihn sich auf die ausgestreckte flache Hand. Und wie Sie sehen, bildet sich hier ein gewisser Bogen. Dessen Ausprägung merke ich mir jetzt mal und drehe die Seite um oder drehe es auf die andere Seite und sehe, dass hier quasi eine flache Strecke ist. Das heißt, hier ist der Bogen viel geringer. Jetzt ist es einfach nur noch wichtig zu wissen, dass immer dann, wenn sich diese Seite so wölbt, kann ich davon ausgehen, dass wir hier die geschlossene Seite oben haben. Das heißt, diese Seite bildet die gute Seite des Furnieres. Die andere Seite sollte ich mir markieren mit Kreide oder mit einem Stück Bleistift als aufzuleimende Seite, sodass sie so aufs Objekt kommt. Und dann kann ich davon ausgehen, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, dass ich die gute Seite oben habe bei meinen Furnierobjekten. Ich hoffe, Sie kommen mit diesem Trick gut weiter bei Ihren Einlegearbeiten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal bei Holzwerken TV.